Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. So, mit Yukiko gehen wir jetzt direkt bei The Evil Within 2 in diesen letzten Bereich rein. Ich weiß nicht, was der letzte Bereich ist, aber sind wir der Bereich, wo wir hin sollen? Kommt sie mit? Okay. Genau, dann laufen wir erstmal, gucken, ob wir laufen können. Ich weiß nicht. Wir müssen eigentlich eine Maschine zerstören, die O'Neill noch gebaut hat. Vielleicht finden wir die hier drin. Das ist diese Maschine. Die sieht wirklich wehr aus. Die werden wir ganz einfach zerstören, indem wir sie in die Luft jagen. Hoffe ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sieht stark nach einem Stabilisierungsemitter aus. Was es auch ist. O'Neill sagte, wir sollen es zerstören, also tue ich es. Und ich weiß auch schon, wie. Ich bin's. Sebastian, ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Hast du deinen Kuchenteig schon scharf gemacht? Ja, ich brauche nur eine Gelegenheit, ihn einzusetzen. Gut, ich schicke dir meine Koordinaten. Bring die dicken Knarren. Wir gehen auf die Jagd. Verstanden, bin schon unterwegs. Bis bald. Was passiert da? Klingt schon wieder ein bisschen. Ah, guck mal. Da ist Torres. Ich bin hier fast fertig. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Sprich mit der Esmeralda, wenn du bereit bist, die Sprengladung scharf zu machen. Ist hier noch irgendwas, was ich einsammeln kann oder so? Da. Na komm, mach scharf die Scheiße. Sag mal, Torres. Machen wir es scharf. Reicht das, um die Maschine hochzujagen? Das reicht für 10. Bereit, wenn du es bist. Packen wir es an. Losgehen. Ich schaue mir die Ausrüstung im anderen Raum an. Viel Glück. Okay. Da verschwindet sie. Okay, los geht's. Operation Arschtritt beginnt in 3, 2, 1. Alles okay, Torres? Torres? Wo bist du? Was jetzt passiert? Oh, guck mal, Weihnachtsbäume. Sebastian Castellanos. Sie weigern sich, in die Dunkelheit zu treten. Also versuchen Sie, mich ans Licht zu bringen. Ihre eigenen Entscheidungen waren schon immer Ihr Verderben. Kommen Sie, ich warte. Sie wollen Ihre geliebte Tochter finden. Ja. Gehen Sie. Wird es das sein, was Sie sich erträumt haben? Lily, du bist hier. Kapitel 12, der Abgrund. Benutze den Computer, um herauszufinden, woher Lilys Stimme kommt. Oh Mist. Oh, Flasche. Oh. Oh. Oh, verdammte Axt. Oh. Andere Schrotflinte. Haben wir gut? Sind wir das wahr?
Ich hatte gerade, wo ich ihn umgebracht habe, hat er irgendwas gewollt. Aber es ist natürlich gut, dass es nicht klappte, so wie es er sich vorgestellt hat. So. Stimme kam frei. Okay. Ich glaube, von hier kommt die Stimme irgendwie. Müssen wir da irgendwie rein? Können wir nicht. Ja, wie kommen wir da rein, ist die Frage. Ach, hier ist eine Kurbel. Geht die Kacktür auch irgendwann auf? Ich sehe gar nichts. Ja, jetzt, okay. Lillys Fahrrad. Okay. Ich muss ein bisschen schleichen, weil ich glaube, sonst kriege ich bald gar nichts mehr auf die Reihe hier. Nicht so viel Munition verballern hier, sonst bin ich gleich auch wieder. Oh, komm mal, mehrere, scheiße. Warte mal. Flasche. Und? Drecksack. So. Wir haben natürlich... Ah, geil, eine Axt. Eine Axt ist auch sehr gut. Option. Okay, die ist irgendwo da hinten. Drüben ist hier irgendwo, ne? Da ist Lillys Puppe. Mama hat nie aufgegeben. Nicht wie du. Oh. Sie wollte es dir sagen. Stimmt nicht. Myra hatte Erfolg, wo sie versah. Sie wollten nicht zuhören. Sie haben beide verloren und gingen dann selbst verloren. Sie
gar nichts über mich. Myra verstand, dass man sie hier durch der Haut erreicht, indem man sich fügt. Oh nein, ich sehe die Viecher. Okay. Ja, also genug Schrot haben wir, wie man sieht. Na gut. Sowas nicht gedacht. Aber naja. Einsammeln von denen. Sehr dunkel hier, die sieht man vielleicht gar nicht. Hier habe ich Glück. Und wir hatten Glück. Es sind natürlich viele Gegner, aber wenn wir uns so leicht durchschnetzeln können, ist es natürlich sehr cool. Gerade bei dem hier. Aber die sehen einen irgendwie nicht hier so gut. Natürlich sehr cool. Ich kontrolliere mal kurz alles hier nochmal. Ich weiß, es sind ganz viele Gegner, wir brauchen nicht alle killen. Aber okay, hier waren wir schon. Gut. Jetzt in die Richtung. Ich möchte gern diesen Krabblern aus dem Weg gehen, weil die sind wirklich ungeheuer schussintensiv. Fand ich. Da hinten ist aber so einer. Hier wurde gerade gespeichert. Ich muss da nochmal dran vorbeischleichen hier. Nein, können wir nicht. Da ist das so ein Krabbler. Ich glaube, die müssen wir killen. Ich gar nicht so viel Bock drauf, aber wir können uns hier rumschleichen, das kann natürlich auch sein. Und sogar mehrere von denen, ne? Ah, verdammt, wo ist er? Okay, doch nicht so schussintensiv. Ich habe die irgendwie schlimm in Erinnerung, aber naja.
Hier noch irgendwas einsammeln? Da vorne ist noch irgendwas, ne? Nix. Liegt eine Leiche. Aber hat nichts mit uns zu tun. Gehen wir mal hier runter, wa? Klar. Ja. Will ich. Ich muss sie finden. Gut. Dann kommen sie zu. Okay. Lily, bist du es wirklich? Es ist wirklich? Die beißt dir den Finger ab, pass auf! Nein! Lily! Da ist sie. Ihre geliebte Tochter. War das nicht ihr Wunsch? Papa? Papa, es ist deine Schuld. Warum hast du mich nicht gerettet? Nein! Bitte. Ich konnte nicht. Ich wollte. Das Make-up hat sie. Sie sind verdammt dazu, ihre Fehler zu wiederholen. Schließen Sie sich mir an. Und ich kann Ihre Träume erfüllen. Gemeinsam können wir Lily von Myra befreien. Sobald ich die Macht des Kerns besitze, sind sie wahrhaftig frei. Nein. Man braucht mehr als Kugeln, um mich aufzuhalten. Wann begreifen Sie das? Oh nein! Du hast auf mich geschossen. Warum? Nein. Oh oh. Das war vielleicht nicht so gut. Dich hier raus. Na, oh, vielleicht ist er doch nicht tot. Oh Gott. Alter, sie hat auch nicht was zu tun. Okay, ich glaube nicht, dass sie es überlebt. Dich nicht bekommen. Das musst du diesem Bastard heimzahlen. Sebastian, was ist los? Alles in Ordnung? Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Myra. Torres, wo? Ich bin zu Hause. Wie bin ich? Das Haus durchsuchen? Das machen wir. Und zwar direkt beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.